Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat indirekt seine Bereitschaft für eine Kandidatur zum CDU-Vorsitz bestätigt. Er sei bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte Merz am Donnerstagabend bei einem Mittelstandsforum in Berlin. Auf die konkrete Nachfrage des Moderators, ob er für den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur antrete, antwortete Merz aber nicht direkt. Die CDU befinde sich laut Merz in einer ähnlichen Gefährdungslage wie die SPD. Der 64-Jährige sehe aber Potenzial, welches man nun gemeinsam ausschöpfen müsse. Und dann reden wir darüber, welchen Beitrag ich dazu leisten kann. Ich bin dazu bereit, das zu tun, aber die Entscheidung darüber trifft am Ende des Tages der Bundesparteitag. Die Entscheidung über das Amt des Bundeskanzlers treffen die Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Und dann müssen wir uns auf diesen Weg gemeinsam begeben. Und wenn ich dazu helfen kann, dann tue ich das. Jene, die zur Übernahme von Verantwortung bereit seien, müssten nun auch einige Tage Zeit bekommen, um über die künftige Aufstellung zu beraten. Zugleich betonte er, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer habe recht mit der Auffassung, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehörten.